Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei LS19 am Kategorie von Turing, Version 3.101. Ja, ich mache weiter hier mit Ballenpressen, und zwar Luzerne an sich und Ferne, und die ist noch feucht. Macht hier nichts. Lautstärke passt, ich muss bei mir ein bisschen leiser machen. Oh. Bei euch muss das passen ungefähr. Wir sind gerade mal im gelben Bereich. Wir starten immer gleich, nur kurz gleich. So, dann waren wir bei und haben gepresst, und zwar Klee. Und ist ja ein bisschen, ne, dämlicherweise, ja, weiß auch nicht genau, weitergefahren. Versuch mal rückwärts zu fahren. So, V. Starten. Das funktioniert, weiß ich jetzt nicht. Naja, funktioniert. Also mit unser Klee. Klee. Ja, auch feucht sicherlich. Erst nicht. Einstein. Wieso fährt er jetzt? Ob das Absicht ist, keine Ahnung. Gut, lassen wir machen. Was ich vorhabe, ich will mit diesem Gerät, mit diesem Big M, wollte ich schon unseren Pferdegrasfeld fahren und mal probieren, ob man da das gleiche machen kann wie hier. Dann über Ballen pressen, ob wir da Pferdegras kriegen. Das wäre mal ganz interessant, bevor wir da weitermachen mit dem anderen Gerät und das machen. Ich gehe mal zurück zum Hof. Wieso ist da jetzt das Flug wieder verrutscht? Das ist nämlich nicht geplant. Da muss ich einen Platz für finden, nutzt ja alle nichts, ne? Aber irgendwas macht hier. Ja, schneid weg geht. Schwer. Im Reifen anfassen, ne? Oder hier im Gerät. Gut, das müsste dann nicht reichen. Ja, starten wir den gleich mal. Unser Mistfahrer. Fahren wir gleich mit und dann können wir gleich mal den Mist, den Förderband wieder anschalten. Der wird zwar vielleicht wieder wieder ausschalten, aber guck mal. Schau mal. Da muss man sehen, ob wir eine bessere Lösung finden. Aktuell wüsste ich keine. Ja. Weil die müssen wir dringend den arbeiten lassen, sonst haben wir bald zu viel Mist. So, ich brauche einen freien Traktor. Der fährt nicht. Sonnenblumenblühen, ja, schön. Erstmal einen freien Traktor, um mit der Ballenpresse mit Folie Richtung Feld Nummer 27 fahren. Da können wir den Glas nehmen. Traktor haben wir hier, glaube ich, drin noch einen. Hoffe ich jedenfalls, ja. Den können wir nehmen. Den können wir gleich mal umrüsten. Das sind ja Pflegebereifungen. Das brauchen wir jetzt nicht. Wir brauchen normale Bereifung, beziehungsweise Breitreifen oder Füllungsbereifung. Danke, Limpi. Stell dich gerade so fest. Bin zu schwer getragen heute. So.
Ja, heute ist bei mir Dienstag. Und ja, morgen ist ja, für 10 Euro. So, was wollen wir nehmen? Zwillingsbereifung. Und machen wir, ne? Wiesen werden ziemlich nass sein, denke ich mal. Ja, das Gras ist auch wieder gemäht, also kann mehr gemäht werden. So, dann holen wir uns eine Ballenpresse. Und den schicken wir mal mit einem anderen Programm wieder. Hatte gestern schon, also nicht Probleme, aber hat er mir genervt mit Updates und so. Das ist ja alles schön und gut. Und warum ich mich jetzt nicht gerade brauchen kann, ne? Ja, da kommen wir oben ran. Ist ein bisschen verbaut. Müssen wir wegfahren. Ach, hier habe ich jetzt transportiert für unser Sonnenblumenfeld. Da haben wir noch einen vollen Presse. Kommen wir auch nicht ran. Ja, ne? Bin daneben getippt. Eine andere Taste genommen. So, dann beeilen. Also vorwärts kommen, wie der Regen kommt, um. Keine Ahnung. Dann kommt irgendwann wieder. So. Das Ding irgendwie. Gleich mal rausfahren. Ich könnte den Ali verkaufen normalerweise, denke ich mal. Ich fahre mal hier in Silo rein. Ist auch blöd, ne? Das brauche ich ja den Platz für, ja, für Mais. Einmal wollte ich hierher fahren. Ich weiß aber auch genau, dass es da Probleme geben wird. Aufgrund von ja, Backen und so. Ob es jetzt noch so ist, das können wir dann feststellen. Ne? So, da stellen wir hier so hin. Da starten wir dann Förderband. Ich müsste sowieso für Klein und Ballenpresse hinschicken, weil einer da schafft das ja nicht. Die Krone, die kann nicht wieder, die macht nur, ja, nur ist gut, ne? Ich würde ja auch einen Trameter aufbauen, eine Fabrik, die wir auch alle mal, alles mal hatten, aber da kriegt ja kein Dings raus, ne? Da kriegt ja nur die Lage. Das ist die einfache. Und ich will ja für die BGH immer das Spezielle haben. Weil da gibt es auch andere Preise für. Ja, für Graslage gibt es andere Preise als für Pferdegras. Deswegen mache ich das jetzt ja. Ne? Dann checken wir mal Feldnummer. 29 Nord. Da muss ich aber erstmal hier rausfahren. Jetzt fährt er irgendwo hin. Dann muss der andere Ball fertig werden mit der Big M. Fährt noch 10 km/h. So, das schicken wir mal hin. Das ist eine kleine. Wäre nicht für geeignet. Müssen wir mal noch Traktoren haben normalerweise. Das Getreide fällt noch lange nicht so weit. Der ist gerade bei und macht die Runde. Das ist gut. Dann ist er bald fertig, Anführungszeichen. Eine komische Tour gefahren, ne? Ein richtiger Knick hier.
Ja, mittendrin ist aufhören, ne? Da ist irgendwie man auch eine Weile bei ist, nur vergessen, was gemacht hat. Aber ist halt so. Ja. Ich brauche einen freien Traktor. Ja, aber leise. Da müssen wir irgendwann sammeln, ne? Ja, da wollte ich hier gucken. Also hier mit Berggras. Das haut nicht so hin. Der macht mir aus dem Pferdegras normales Gras. Und das ist ja nicht so ein Zweck dabei, ne? Okay, 2. Wollen wir noch Traktoren frei haben? Gibt's doch gar nicht. Sind die alle? Links und zwei da. Bring mal raus. So. Den rüsten wir auch gleich um. Muss auch einmal hier bei sein und düngen, ne? Ja, Personalfarming, da kommt mir erst rauf, wenn ich hier mit allem fertig bin. Das heißt mit der Ernte. Also Getreideernte will ich noch einfahren. Das ist mir ganz wichtig bei Gras und bei Luzern und Klee. Nicht ganz so tragisch. Das wächst sowieso immer nach, wenn da noch irgendwas gemacht werden dann. Da überlege ich eh noch ein Kalkwerk zu bauen. Lohnt sich eigentlich schon. Neu lackieren, ne, das ist Quatsch. Reparieren. Naja, gut, kann man machen, ne? Breitreifen. Ich habe festgestellt, dass mit dem Mod man auf diese Option zurückgreifen sollte, weil wenn doch mal bergauf geht, dann sacken die schon mal ab, ne? So, dann zweiten gleich hinterher und dann presse ich mir auf dem Kleefeld zusammen. Na, hast du Probleme? Kein Mist. Klappt eigentlich ganz gut normalerweise. Aber zur Zeit. Jetzt waren auch Probleme gemacht. Könnte aber an. Ja, oh, weiß ich nicht, ne? Ist doch gar nicht. Müsste mal Engel aktiviert. So. Er fährt nicht weit genug zurück. Beziehungsweise. Er findet den Punkt nicht. Da ist er doch. Eher an den Punkt. Das ist mal ganz gut, ist mal schlecht. Also. Ein bisschen mal nach rechts, nach links verschieben, so gesehen. Weil er leider hilft hat, nicht? Dann auch hier mit. Oh, das, ach, das kann auch ein Grund sein. F1. Und zwar nicht durch den Kornschieber, sondern durch die große Klappe. Das muss ich mal runterkippen, erstmal wieder zurückfahren. Es kann sein, dass ein Abkippmodus zu lange dauert und dann er aufhört. Ne? Das kann sein. Möglich ist es. So. Da wieder fahren, habe mich verschoben, aber wird gleich trotzdem klappen. So,
Nehmen wir den nächsten Ballenpresse und den fahren wir Richtung Krefeld. Muss hier bald fertig sein. Und dann können wir mal ganz kurz Probe machen hier beim mit dem Dings fertig ist. Mit dem Klee, Mähen und Schwatten. Und da immer ein bisschen tricksen hier. Ja, die Ballen muss ich auch entsprechend noch verwenden. Für unsere Fütterung, für ich weiß, ein bisschen unrealistisch jetzt hier, aber die kommen aus der Halle nicht klar. Im Grunde wollte ich keine mehr Hallen bauen, also wird wahrscheinlich nicht anders gehen. Mal schauen. Können wir auch draußen lagern normalerweise. Ein bisschen rumkommen. Noch ein Stückchen, ein bisschen noch. So, hopp, hopp. Und hier geht da eine Kurs durch für Autodrive. Ich hab's nicht gemacht, aber persönlich würde durch eine Halle nicht halt gerne fahren lassen. So, wir fahren mal Richtung Feld Nummer, ich glaube auf 42 oder so. Und jo, dann schauen wir, ob wir da bald Klee pressen werden. Ne? Also erst angekommen. Gas. Habe ich Lenkung nicht mehr aktiv nicht verstellt? Ja, kann sein. Muss ich ihn ja kurz unterbrechen? Ungünstig. Die Räder vorn drehen die nicht mit. Doch jetzt. So nicht schlecht. Kein Bodenkontakt. Ja, unser Maiszelt, das wächst auch schön. Sehe ich gerade so. Schön. Schau mal, ne? Machen wir die Innensicht. Ja, vorne die Reifen drin nicht mit, also hin und wieder mal, ja, aber im Großen kannst du nicht. Ja, gut. Tragisch. Problem. Gut, liebe Schauer, das soll es auch schon. Das hier los. Baustelle? Hier ist Baustelle. Leute, hier ist Baustelle. Hier wird gebaut. Das ist hier erstmal neu renoviert. Am besten brauchen wir nicht. Das hat aber angekündigt oder auch geschrieben, dass die Karte gewisse, dass er mal so Schmankel hat, ne? Und dadurch ein bisschen Abwechslung reinkommt. Hängt ja von der Erde ab. Sondern schon andere Dinge. Zumindest auch irgendwo ein Weihnachtsmarkt sein. Gut, schon, jetzt noch ein Schluss für heute. Sag mal, tschüss und ciao, ciao. Ja, morgen geht es hier weiter, hier in Thüringen mit, ja, mit der Arbeit, ne? Tschüss, ciao und dickes Dankeschön, dass ihr alle reinkommen. Tschüss.